Hallo, wir sind die Stromer. Marion. Ixi. Ja, und wir haben zurzeit etwas sehr Spannendes. Und zwar machen wir eine Ostsee-Umrundung. Von Halle losgefahren sind wir also auf dem Weg einmal rundherum. Und das ist so ein bisschen die Generalprobe für unsere Weltreise. Wir haben ein Sabbatjahr für das nächste Jahr und sind natürlich schon eifrig in Planung. Ja, muss natürlich vorher auch ein bisschen durchgetestet werden über einen längeren Zeitraum. Und dabei entstehen natürlich auch einige Sachen, die wir so jetzt feststellen, die wir an euch weitergeben wollen. Also einige Tipps, die wir euch geben, wenn ihr mit dem Marco Polo unterwegs seid und auch so wie wir Autarkie bevorzugt, also euch nicht unbedingt immer auf bezahlbare Campingplätze stellen wollt, wo man dann Strom und Wasser zieht. Und zum Thema Strom haben wir heute am Ende des Videos einen ganz wichtigen Hinweis, den wir euch wirklich empfehlen wollen. Aber das erstmal am Schluss. Dann gibt es noch etwas anderes, was wir auch euch vorstellen wollen. Ja, Toilettensituation. Wie ist es, wenn man mit so einem kleinen Auto unterwegs ist, in dem keine feste Toilette integriert ist? Genau, aber das kommt dann erst im nächsten Video. Und heute ganz zum Schluss dann noch eine Gesamtübersicht über die Kosten und über die Kilometer und so weiter. Schaut es euch einfach mal an. Ganz viel Spaß damit. Tschüss. Tschüss. Nach unserer fünften Station Riga geht es jetzt weiter in Richtung Tallinn. Ja, hallo, wir sind jetzt ungefähr 100 Kilometer von Riga entfernt und also weiter Richtung Norden gefahren, Richtung Tallinn. Haben hier einen wunderschönen Platz gefunden auf einem riesengroßen Sportgelände. Ja, also hier ist ein sehr schön gemachter Fußballplatz. Ja, dieser Zugang zum Meer, auch sehr schön gemacht. Holzsteg. Sieht man sehr schön hier. Ein kleines Stückchen durch den Wald, vielleicht 50 Meter jetzt nochmal auf diesem Holzsteg. Wir haben unsere Subs schon aufgepumpt und Marion paddelt verwegen auf der Ostsee. Wie man sieht, sind nicht so viele Wellen auf der Ostsee. Das hat damit zu tun, dass das Wasser hier sehr, sehr flach ist. Allerdings, und das kann man auch recht gut sehen, gibt es ziemlich viele große Steine, die das nicht ungefährlich machen. Und deswegen entscheiden wir uns dafür auch nicht zu stehen, sondern zu knien bzw. zu sitzen. Haben auch extra dafür unsere richtigen Kanupaddel mitgebracht. Und es gibt einen leckeren Salat zum Mittagessen. Und nachts erleben wir etwas ganz Besonderes. Und zwar gibt es hier eine Forschungsstation, die an diesem Wochenende für Besucher eine Insektenkunde-Veranstaltung durchführt und wir können nachts um 1 hier diese wunderschönen Falter beobachten, wie sie hier herumfliegen und die Begeisterung der Wissenschaftler, die sich hier diesem Hobby verschrieben haben, wahrnehmen. Man sieht, wie sie hier sehr schön für die Kinder das sehr anschaulich erklären und natürlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, also Kartierungen durchführen. Für uns eine ganz spannende Sache, für mich als Biologen sowieso, aber auch dieses Erlebnis, mal so viele Insekten nicht als störend, sondern als Wunder der Natur erleben zu können, fand ich sehr bereichernd. Aber wenn man an der Ostsee ist, geht es natürlich vor allen Dingen auch um das Badeerlebnis. Der Strand hier ist nicht so breit und so schön, wie man das von anderen Stellen gewöhnt ist. Und leider auch sehr, sehr viel Tang am Ufer und auch in den ersten Metern. Aber Baden ist ein Muss, denn die Temperaturen sind so, dass man wirklich auch gerne ins Wasser geht. Und nach dem Morgenbad gibt es dann natürlich lecker Frühstück. Kaum zu glauben, dass es ein kostenloser Campingplatz ist, wo man wirklich alles hat. Also einen wunderschönen Esstisch. Und das Highlight ist hinter uns, schaut mal, eine Feuerstelle. Also alles da, was man haben möchte. Und wir standen die erste Nacht hier völlig alleine und jetzt ist hier noch ein anderes Zelt und ein anderer Camper. Heute lettische Himbeeren satt. Die haben wir nämlich von einer Frau auf dem Parkplatz gekauft. Die hat dort
frische Himbeeren, Johannisbeeren und weitere Früchte verkauft und für einen sagenhaften Preis. Dunkelrote Johannisbeeren, die kenne ich nicht. Das muss irgendwas ganz Altes sein. Eine alte Sorte. Wir nutzen für unseren Marco Polo nicht nur diese Solaranlage, die wir auf dem Dach haben, sondern können eben den Strom, den wir dort produzieren, einmal natürlich über die Marco Polo Batterie nutzen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, dann auch 220 Volt Geräte zu bedienen, weil die Marco Polo Batterie das dann doch nicht hergibt. Und dafür haben wir uns jetzt diesen EcoFlow gekauft. Und den würde ich euch mal kurz vorstellen, weil ich das richtig genial finde. Erstmal kann man den natürlich mitnehmen, zum Campingtisch zum Beispiel. Aber man kann hier eben auch alles, was man so hat, damit dann betreiben. Zum Beispiel die Pumpe zum Aufladen für die Subs. Wir können hier unseren Wasserkocher anmachen, der auf 600 Watt Basis läuft und 220 Volt. Und hier, wenn ihr jetzt hier mal auf dieses Display schaut, da seht ihr, hier unten wird jetzt sozusagen der Stromverbrauch gezeigt. Also hier werden jetzt gerade 537 Watt gezogen und gleichzeitig laden wir jetzt dieses Gerät über die Marco Polo Autobatterie, die gleichzeitig über die Solaranlage gespeist wird. Und man kann eben mehrere USB-Sachen anschließen. Also ich kann jetzt zum Beispiel mein iPad hier laden. Ich kann meine Akkus von der Drohne mitladen und bin dadurch komplett autark. Also finde ich richtig gut. Und die 400 Euro, die das Teil kostet, man kann es manchmal sogar, wenn man Glück hat, im Angebot für 300 Euro kaufen, finde ich gut investiertes Geld, weil man dann wirklich autark ist. Und zum Beispiel, was wir sehr gut finden, eben Wasser kochen kann, ohne dafür Gas zu nutzen, denn das Wechseln der Gaswäsche, wisst ihr, ist ja doch nicht so leicht. Also Strom, super. Hier mal ein kurzer Überblick über unsere bisherige Reiseroute. Ihr seht, wir sind also schon an der 6. Station mittlerweile und jetzt geht es weiter in Richtung Tallinn, wo wir in 4 Tagen dann mit der Fähre nach Helsinki übersetzen werden. Als kleinen Bonus hier noch eine Gesamtübersicht der Ostseeumrundung zum derzeitigen Zeitpunkt. Wir würden uns sehr über ein Abo von euch freuen und einen Thumbs up und vielleicht auch einen Kommentar. Ganz liebe Grüße, tschüss, eure Stromer, Marion und Ixi.